Nächste Redner bitte der Herr Aiwanger. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in aufgeregten Zeiten kühlen Kopf bewahren. Und die Debatte zeigt ja, dass wir in diesem Haus nicht einmal selber in der Lage sind, dieses Thema sachlich abzuarbeiten, sondern dass wir uns ja sehr schnell in die gegenseitigen Schuldvorwürfen und ja mit Chaossprüchen hier dann selber lahmlegen. Wie soll da erst die Bevölkerung draußen mit diesem Thema umgehen, wenn am Wirtshaustisch oder sonst wo Attentat und Waffenbesitz diskutiert wird, wenn wir es nicht hinbekommen? Ich glaube, es ist wichtig, hier die beiden Dinge gezielt auseinanderzuhalten. Was ist nötig, um illegalen Waffenbesitz, um Sprengstoffschmuggel und dergleichen lahmzulegen? Da, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass hier alles getan werden muss. Und es ist erschreckend genug, meine Damen und Herren, wenn in großen Mengen Sprengstoff über Grenzen geschafft wird. Keiner merkt es heute mehr, es sind ja offene Grenzen, ist eben so, dass hier im Internet Waffen bestellt werden können, dass Waffenbestandteile bestellt werden können, die dann eigentlich verboten sind, die aber trotzdem in Umlauf kommen. Das müssen wir regeln, das müssen wir trockenlegen, soweit es geht. Aber machen wir uns nicht vor, es ist am Ende nicht die Waffe, die tötet, sondern es ist durchaus auch der kranke Kopf, es ist die Ideologie. Auch dort müssen wir ansetzen. Einem kranken Gehirn werden wir niemals alle Werkzeuge entziehen können, dass er keine anderen Menschen tötet. Also dort müssen wir ansetzen. Bezüglich des legalen Waffenbesitzes, meine Damen und Herren, erwarte ich aber jetzt schon, dass wir uns auch mit breiter Brust hinstellen vor unsere Schützenvereine, vor unsere Jäger, vor unsere Reservisten, vor unsere Waffensammler, vor unsere Brauchtumsschützen. Das sind ehrenwerte Leute, mindestens so ehrenwert wie der Durchschnitt der Bevölkerung, meine Damen und Herren. Die werden strengen Prüfungen unterzogen, müssen strenge Prüfungen ablegen, werden regelmäßig auch gecheckt, ob sie noch zuverlässig sind. Diese Vereine und Verbände, meine Damen und Herren, leisten auch einen großen Beitrag ja, in der Gesellschaftsarbeit, in der Jugendarbeit, in den Schützenvereinen, wird jungen Menschen, die vielleicht ansonsten vor dem Computer Blödsinn machen oder irgendwo ja, nur noch ja, nervös werden, nur noch aufgeregt sind, auch wieder gelernt, den Körper zu beherrschen, sich zu konzentrieren, in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen. Die Volksfeste draußen, die Schützenumzüge, meine Damen und Herren, wer möchte das missen? Das sind aber die Verbände, die heute mit im Kreuzfeuer eines allgemeinen Angriffes stehen, weil hier eben durch diese EU-Feuerwaffenrichtlinie, ganz klar ein Angriff auch auf diese Personenkreise vollzogen wird, indem es heißt, die müssten alle paar Jahre sich einem Gesundheitscheck unterziehen. Die müssten hier regelmäßig immer wieder neu Anträge stellen, um ihre Waffen weiterführen zu dürfen. Meine Damen und Herren, damit wird diesen Verbänden ohne Not ja zusätzlich das Leben schwer gemacht. Wir sind heute schon froh, dass wir in diesen Verbänden noch Ehrenamtliche und Übungsleiter haben, die mit den jungen Menschen diese Arbeit tun. Wenn wir die mit Bürokratie überziehen, werden viele ja die Fahnen strecken und werden sagen, ich mag nimmer, und derjenige, der eine Affinität zu Waffen hat, der wird dann eben nicht mehr unter staatlicher Kontrolle und ordentlich angeleitet, dort ja mit einer Waffe im Umgang geschult, sondern der holt sich vielleicht dann Zeug an anderer Stelle und wird damit eher zur Gefahr für die Bevölkerung, als wenn er ordentlich in einem sauberen System, das wir in Deutschland haben, betreut wird, meine Damen und Herren. Und deshalb sind wir der Meinung, dass wir diesen legalen Waffenbesitz verteidigen müssen gegen diese überzogenen Angriffe, dass wir die ausnehmen müssen, dass wir uns sogar vor sie hinstellen müssen und sie aufrufen müssen, noch mehr Verbandsarbeit zu leisten, noch mehr junge Leute im Umgang vielleicht auch mit Luftwaffen, mit Luftdruckwaffen zu schulen und dergleichen mehr, weil diese Leute, das sind nicht die Amokläufer von morgen, meine Damen und Herren, sondern das sind Leute, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, die sich für die Gesellschaft einbringen, und deshalb sind diese über
überzogenen Vorschriften an dieser Stelle abzulehnen und abzuwehren. Und der SPD-Antrag ist in vielen Teilen gar nicht so schlecht, aber was mir völlig gegen den Strich geht, ist eben dieser Punkt mit den halbautomatischen Waffen. Meine Damen und Herren, eine halbautomatische Waffe ist kein Maschinengewehr, ist auch keine Kalaschnikow. Das sind vollautomatische Waffen, wo man einmal den Abzug durchzieht und dann Feuerstöße rauskommen. Halbautomatische Waffen sind heute die gängigsten Waffen, beispielsweise bei der Wildschweinbejagung, wo man immer einen Abzug durchzieht, dann fällt ein Schuss und das dreimal hintereinander, dann ist Magazin leer, fertig. Und gerade die SPD, die sich in der Vergangenheit so massiv für das Einführen der Nachtzielgeräte eingesetzt hat, will jetzt den Jägern eventuell diese Waffen wegnehmen, die bei der Tageswildschweinjagd dringend nötig sind. Und wenn Sie heute das Bundeskriminalamt fragen, nochmal zum Thema Nachtzieltechnik, dann wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, vor der jetzigen Gefährdungslage schon überhaupt nicht mehr. Sie haben es damals schon abgelehnt. Also hier die Jägerschaft damit zu konfrontieren, denen diese Waffen abzunehmen, die in der Praxis dringend nötig sind, ist der fachlich falsche Ansatz, führt hier in den Wald im wahrsten Sinne des Wortes. Also lasst den Jägern diese Waffen, lasst auch den Sportschützen vergleichbare Waffen. Die brauchen die für ihre Übung. Heißt also nochmal, etwas runter mit den Emotionen, genau hinsehen, illegale Waffentechniken, illegalen Schmuggel und Besitz schärfstens verfolgen. Da haben Sie uns völlig an Ihrer Seite. Aber bitte, bitte, lasst die normalen, legalen, ordentlichen, braven Waffenbesitzer in Ruhe. Nehmt ihnen die Angst, dass sie hier ohne Not konfrontiert werden. Lasst diese Leute in Ruhe ihrer Arbeit weiter nachgehen, ihrem Hobby weiter nachgehen. Das, glaube ich, sind wir als Hohes Haus auch diesen Verbänden schuldig. Das dauert nicht lang. Da sind wieder die Neujahrsempfänge des Schützenverbandes und so weiter. Da sitzen wir in der ersten Reihe und nehmen das Essen, danken zu uns und dann gehen wir in den Landtag rein und machen denen das Leben schwer. Das sollte man nicht tun. Also unser Anstoß ist hier, diese legalen Waffenbesitzer zu unterstützen. Wir stimmen dem CSU-Antrag zu und lehnen den SPD-Antrag vor allem auch wegen der Passage zu den Halbautomaten ab. Dankeschön.